Finanzrat. Frau Ostermann steht jedoch stellvertretend für viele Betriebe in Deutschland. Das eine ist der öffentliche Dienst, wobei wir immer wieder festhalten sollten, öffentlicher Dienst sind wir alle. Das heißt, wenn wir zu bestimmten Abschlüssen kommen, dann werden wir alle es auch finanzieren müssen. Das führt übrigens dazu, dass heute schon die ersten Bürgermeister angekündigt haben, wenn die Abschlüsse in der Form kommen, dann werden wir die Grundsteuer erhöhen müssen, Hundesteuer erhöhen müssen. Das tragen sie übrigens alle selbst entsprechend mit. Das heißt, Wohnen würde noch teurer werden, liebe Frau Riemer, auch in München beispielsweise. Das heißt, wir haben einen Umwälzprozess, denn die Kommunen können am Ende die Kosten nur über Gebühren und Abgaben hereinholen.